im Zentrum von Nacht bis Acht steht ein junges Mädchen, die heißt Fedora. Und Fedora erlebt ganz viele unterschiedliche Situationen. Wahrscheinlich sind wir in einem Traum. Ihr ist etwas passiert am Anfang des Stückes. Ein kleiner Unfall ist ihr passiert und dann erlebt sie einen Traum, der ganz viel mit einer Acht zu tun hat. Was machen Sie denn da? Und irgendwann kommt es so weit, dass die Zeit stehen bleibt fast, dass sie nicht mehr weiter weiß, ob es jetzt vorgeht oder ob es zurückgeht. Und dann hat sie eine Idee, wie sie das alles wieder hinbekommen kann, dass sie dann doch noch gut schläft und zufrieden am nächsten Morgen aufwacht. Na hallo, sieht man das nicht? Wir machen Ebbe und Flut. Und das machen Sie jeden Tag? Jeden Tag, Fedora, ja. Ja, für mich ist es interessant, alles zusammen zu machen, Text, Musik und Bühne, weil ich glaube, dass es gibt eine Verbindung. Zum Beispiel der Schauspieler spielt mit Instrumenten, das wir haben zusammen gemacht. Ja? Und es ist auch ein Objekt zu sehen. Sie sind also ein Drehorgeltaxi? Das Besondere an dem Stück ist, glaube ich, dass es zwar eine Geschichte erzählt, aber gleichzeitig sehr frei mit der Geschichte umgeht und sehr einzelne Situationen erzählt. Und die Situationen sind immer ganz unterschiedlich, von der Klangfarbe, also von der musikalischen Sprache, aber auch von den Figuren. Das ist die Krakrausuppe. Oh, oh, Suppe für Gewinn. Und hinter allem liegt ein sehr guter, absurder, komischer Humor, der hoffentlich in diesem Traum dann immer unten drunter dem eine spezielle Farbe gibt. Kopfkissen, bitte. Aber sicher, doch.